Amen. Vous savez qu'une fois qu'on est dans la barque où il y a Jésus, on ne peut plus sortir. Wenn ihr mal in dem Boot seid, mit Jesus im Boot, könnt ihr nicht mehr raus. Geht nicht. Markus, Kapitel 4. Markus, Kapitel 4. Verset 35. Vers 35. Or, en ce même jour, comme le soir fut venu, il leur dit, passons sur l'autre bord. Und an jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Amen. Amen. C'est ça le thème de ce matin. Dieses Thema ist das Thema des heutigen Morgens. Passer sur l'autre bord. Auf zum jenseitigen Ufer übersetzen. Amen. Amen. Vous savez, la vie chrétienne. Wisst ihr, dass das Christenleben est une succession de traversées. Eine Folge von Übersetzen ist. Nous ne cessons de passer sur l'autre bord. Wir gehen immer weiter und jedes Mal wieder zum jenseitigen Ufer. Pas seulement la vie chrétienne, mais la vie tout court. Nicht nur im Christenleben, sondern in jedem Leben. Quand nous sommes nés, wenn wir geboren werden, à la naissance, bei der Geburt, un bébé prend du lait, c'est normal. Trinkt das Baby Milch. Le lait est indispensable à sa croissance. Für sein Wachstum ist diese Milch unabdingbar. Mais à un moment donné, aber immer, cet enfant va devoir passer à autre chose. Muss dieses Kind weitergehen. Amen. Amen. Et ce n'est pas toujours facile. Und das ist nicht immer so einfach. Je me rappelle, il y a des femmes qui, quand elles sevraient à l'époque, hein, quand elles sevraient leurs enfants, Früher, also ich erinnere mich an Frauen, wenn sie ihr Kind abgestillt haben. C'est ça, non? C'est vrai. Et les enfants pleuraient, ne voulaient pas. Haben die Kinder geweint und sie wollten nicht weg. Alors, il y a des dames, certaines femmes qui mettaient du piment. Da gab es Frauen, die haben Chili auf ihre Brust geschmiert. Quand les enfants tétaient, sont... Und wenn das Kind trinken wollte, war es scharf. D'autres mettent des choses, des produits amers. Manche haben was Bitteres draufgeschmiert. Quand la femme touche... Und das Baby wollte trinken und bäh. Vrai ou faux? Ja. Pourquoi? Warum? Parce que l'enfant doit passer à autre chose. Weil dieses Kind muss in ein anderes Stadium gehen. Mais il y a des bébés qui ne veulent pas passer à autre chose. Es gibt Babys, die wollen nicht in ein neues Stadium gehen. Alors, il n'y a pas que le lait. Man sagt zu ihnen, es gibt nicht nur Milch. Il y a aussi des pâtes. Es gibt auch Brei. Nein. On leur dit non, mais il y a du riz. Es gibt auch Reis. Nein. Ensuite, ça c'est sur le plan alimentaire. Das bezieht sich auf die Nahrung. Il y a aussi sur le plan vestimentaire. Das kann man auch auf die Kleidung übertragen. On dit au bébé, là maintenant, tu ne peux plus porter des couches parce que tu as l'âge d'aller toi-même faire pipi. Man sagt zu den Kindern, du brauchst jetzt keine Windel mehr, du sollst jetzt selber aufs Klo gehen. Tu connais le chemin qui conduit aux toilettes. Du kennst doch den Weg zum Klo. Tu peux prendre ta voiture. Du brauchst kein Auto. Dein Bobbycar. Tes jambes et aller aux toilettes. Oder kannst mit den Füßen laufen. Maman, nein. Couche. Ich will Windeln. Je veux ma couche. Ich möchte meine Windel. Alléluia. On les oblige parfois à retirer la couche, on leur met des vêtements normaux, mais ils font pipi exprès dans le lit. Und manchmal tut man ihnen die Windeln runter und zieht ihnen Kleidung an und sie machen dann mit Absicht ins Bett. Parce qu'ils ne veulent pas passer à autre chose. Weil sie mögen nichts Neues anfangen. Quel est le genre de ça?
Wer hat sowas schon erlebt? On dit, les couches coûtent cher. Man sagt, die Windeln sind so teuer. C'est les couches en plus ici jetables, alors qu'à l'époque les couches on pouvait nettoyer, laver. Heutzutage gibt es wegwerfbare Windeln. Früher hat man die Windeln gewaschen wenigstens. Ensuite, faut passer à autre chose par rapport aussi aux parents. Und was auch die Familie betrifft, muss man auch was Neues beginnen. On dit à ce bébé, tu es assez grand pour aller maintenant à l'école. Nein. Man sagt zu dem Kind, du bist jetzt zu groß, du musst in die Schule. Nein. Bien. Komm. On va à l'école. Wir gehen zum Kindergarten. On laisse l'enfant à l'école, papa, maman vont au travail, l'enfant. Man lässt dieses Kind im Kindergarten, Papa, Mama gehen in die Arbeit und das Kind führt sich dort. Alleluia. Il ne veut pas passer à autre chose. Er möchte nichts Neues anfangen. L'enfant se marie un jour, rencontre une femme. Und eines Tages trifft dieser junge Mann eine Frau. Mais il ne veut pas quitter son père et sa mère. Aber er möchte nicht Papa und Mama verlassen. Même dans le mariage, moindre moment, papa, maman. Sogar in der Ehe kleinste Gleichheit, Papa, Mama. C'est pour ça que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Deswegen hat der Herr gesagt, der Mann verlässt seinen Vater und seine Mutter. Et s'attachera à sa femme. Alléluia. Er wird sich an eine Frau binden. Nous avons du mal à passer à autre chose. Wir haben es schwer, in ein neues Stadium zu gehen. Et là, Jésus dit aux apôtres. Und Jesus sagt zu diesen Aposteln, passons de l'autre côté. Lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Mais le problème, c'est quoi? Il y a un problème. Was ist das Problem? C'est que pour passer de ce bord à l'autre bord, um von einem Ufer zum anderen hinüberzugehen, il faut traverser un certain nombre d'épreuves. Muss man eine gewisse Anzahl von Prüfungen bestehen. Et c'est là que ça fait mal. Und das tut weh. Il a pris les apôtres. Und er hat die Apostel genommen. La plupart étaient pécheurs. Und die meisten von ihnen waren Sünder. Ils savaient pêcher. Und sie als Fischer, ja. Fischer. Amen. Donc ils étaient pêcheurs. Sie waren Fischer. Ils savaient nager. Und sie konnten schwimmen. Il leur dit, montez dans la barque. Und er hat zu ihnen gesagt, steig ins Boot. Passant sur l'autre bord, après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent avec eux dans la barque. Fahren wir ans andere Ufer. Il y avait aussi d'autres petites barques. Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war, und andere Boote waren auch dort. Et le verset 37 nous dit. Und im Vers 37 steht. Et il se leva un grand tourbillon de vent et le flot se jetait dans la barque de sorte qu'elle se remplissait déjà. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Si tu n'as jamais été confronté à la dépression, c'est que tu n'es pas un humain. Wenn du noch nie depressiv warst, dann bist du kein Mensch. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent nous faire croire qu'ils n'ont jamais été secoués avec la dépression par la dépression. Es gibt viele Christen, die wollen anderen weismachen, dass sie noch nie von Depression geplagt waren. Du fragst sie, geht alles gut? Und sie sagt, ja, alles geht gut. Par la grâce de Dieu. Und sie sagen vielleicht höchstens, durch die Gnade Gottes. Ça, c'est beaucoup de chrétiens africains. Viele afrikanische Christen machen das. Ça va bien, mon frère? Wie geht's, mein Bruder? Par la grâce, tout va bien. Durch die Gnade Gottes geht alles gut. C'est souvent du mensonge. Das ist oft Lüge. Quand ça ne va pas, il faut savoir dire ça ne va pas. Wenn es nicht gut geht, dann sag halt, es geht nicht gut. J'ai découvert un verset dans la Bible en faisant la traduction. Ich habe einen Vers in der Bibel entdeckt, als ich die Übersetzung gemacht habe. Dans Jean 11. In Johannes 11. J'ai découvert un verset où c'est écrit que Jésus-Christ était troublé. Da steht, in Johannes 11 steht ein Vers, in dem es heißt, dass Jesus Christus besorgt war. Ce même mot grec signifie aussi dépression. Dieses selbe Wort für besorgt heißt auch Depression. Jesus Christus ist homme, bien sûr. Auf Griechisch. Der Mensch Jesus Christus war auch depressiv. Alléluia! Vous allez bien? Geht's euch gut? Oui, comme nous sommes. Amen. Und alle sagen Amen. Wow!
Wow, Seigneur. Wow, Herr. Vous pensez que une fois converti, que tout va aller bien pour vous? Denkt ihr, dass wenn ihr mal bekehrt seid, alles gut gehen würde? Non, c'est le début des problèmes. Sondern es ist der Anfang der Probleme. Vous allez découvrir la vraie nature humaine. Ihr werdet die wahre menschliche Natur kennenlernen. Jésus leur dit de traverser. Jesus sagt zu ihnen, überzusetzen. Qui est d'accord avec moi que c'est Jésus-Christ qui a créé le vent? Wer ist einverstanden, dass Jesus Christus den Wind erschaffen hat? Qui est d'accord avec moi que c'est Jésus-Christ qui a créé l'eau? Und dass der Herr auch das Meer erschaffen hat oder das Wasser. C'est lui qui demande aux disciples de traverser la mer. Und er sagt zu den Jüngern, sie müssen über den See fahren. Et c'est le même qui dit au vent de souffler sur la barque. Und er hat auch dem Wind gesagt, er soll mal etwas pfeifen. Adam, tu as reçu l'appel, n'est-ce pas? Hast du den Ruf bekommen? Viens, traverse. Die Berufung, dann fahr über den See. Passe du monde au royaume de Dieu. Geh von der Welt ins Königreich Gottes. Mais pendant la traversée. Aber während du da übersetzt, Jésus dit au vent, souffle. Sagt Jesus zum Wind, blas. Et pas n'importe quel vent, on dit tourbillon. Nicht irgendein leichter Wind, sondern Wirbelstürme. Les tourbillons amènent le trouble. Und Wirbelstürme bringen immer Wirbel. Alléluia. Le vent va te secouer dans tout le sens. Der Wind wird dich hin und her wirbeln. Posez-moi la question pourquoi. Warum? Je pas bien entendu. Warum? Stellt mir die Frage, warum? Warum? Ja. Qui a déjà acheté une bouteille de jus d'orange? Wer hat schon mal Orangensaft gekauft? Qui a déjà remarqué que cette bouteille laissée sans être secouée pendant des heures se retrouve avec un dépôt au fond? Habt ihr schon mal gemerkt in einer Orangensaftflasche, dass da sich unten was absetzt? C'est ça, non? Wenn man es nicht bewegt. Et on va pas la boire comme ça, n'est-ce pas? Und so trinkt man den Orangensaft. Qu'est-ce qu'il faut faire avant? Was musst du vorher tun? Du musst ihn schütteln. Okay, schütteln. Donc Dieu avant de te boire, bevor Gott dich trinken kann, muss er dich auch schütteln. Dieu, Gott, je te donne ma vie. Ich gebe dir mein Leben. Qui a déjà fait ça? Wer hat das schon gemacht? Ok, donc tu donnes ta vie à Dieu. Tu gibst dein Leben Gott. Et Dieu va te boire. Und Gott trinkt dich. Parce que nous sommes en Christ. Weil wir sind in Christ. Donc Dieu doit t'avaler. Gott muss dich verschlucken. Que tu sois en lui. Damit du in ihm bist. Mais avant de t'avaler. Aber bevor du ihn verschluckt, er dich verschluckt, schüttelt er dich. Tu sais pourquoi? Warum? Tu sais pourquoi il te secoue? Warum schüttelt er dich? Les choses qui sont cachées dans ton cœur vont remonter. Die Sachen, die in deinem Herzen versteckt sind, müssen rauskommen. Ah, la colère. Aïe! Der Zorn. Le doute. Die Zweifel. Est-ce qu'il existe vraiment? Gibt es Gott wirklich? Est-ce que je ne suis pas trompé? Habe ich mich nicht verirrt? Oder geirrt? La haine contre tes ennemis. Ah, celui-là, je l'ai travaillé. Der Hass gegen deine Feinde. Wenn der mal unter die Finger kommt, dann aber wird er was sehen. Toutes ces choses vont remonter. Alle diese Sachen kommen raus. Dieu va te déshabiller, tu vas te retrouver nu devant toi-même. Gott wird dich ausziehen, dass du vor dir selber nackt stehst. Il doit arracher les valises qui pèsent, qui sont autour de toi. Er muss diese ganzen Koffer, die um dich rum stehen, wegnehmen. La santé. Den Schmutz. Le vent. Der Wind.
Ça peut être une maladie. Kann eine Krankheit sein. Ça peut être quelqu'un de très proche de toi. Jemand, der dir ganz nahe steht, kann es auch sein. Ça peut être des paroles de condamnation. Das können Worte der Verdammnis sein, die gegen dich gesprochen sind. Paroles de malédiction contre toi. Verfluchte Worte, die gegen dich gesprochen sind. Ça peut être la calomnie. Das kann Verleumdung sein. Kritik. Kritik. Des menaces. Bedrohungen. Ça fait mal. Das tut weh. Ça blesse. Das schmerzt. Verletzt. Ta femme peut mal te parler. Deine Frau spricht böse mit dir. Tes enfants. Deine Kinder. Ta famille. Deine Familie. Ton entourage. Deine ganze Umgebung. Tu vas te retrouver seul dans les problèmes. Du wirst ganz alleine in deinen Problemen sein. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Und du hast den Eindruck, dass Gott dich verlassen hat. Ça fait mal. Das tut aber weh. Ça peut arriver que tu ne saches même plus comment prier. Du weißt manchmal gar nicht mehr, wie du noch beten sollst. Ça peut arriver même de ne plus avoir envie de lire la Bible. Du hast vielleicht keine Lust mehr, dann die Bibel zu lesen. Tu peux avoir l'impression que Dieu t'a oublié. Und du hast den Eindruck, Gott hat dich verlassen. Des pensées peuvent arriver à ton esprit te disant que Dieu n'existait pas. Und es kommen Gedanken in, dir Gedanken, Gott gibt's doch gar nicht. Que Dieu est méchant. Gott ist böse. Pourquoi il a permis la mort dans ta famille? Warum hat den Tod in deiner Familie erlaubt? Wenn dich wirklich lieben würde. C'est dur. Und das ist hart. Ah, c'est dur. Das ist sehr hart. Nous sommes faibles. Weil wir sind schwach. Nous avons beaucoup de défauts. Und viele Fehler haben wir Nous auch. Sommes humains. Wir sind Menschen. Nous naissons avec des défauts. Wir werden geboren mit Fehlern. Wir wachsen auf mit unseren Fehlern. Und wir sterben mit Fehlern. Aber Gott ruft uns auf, überzusetzen. Parfois, à cause des sentiments, nous sommes attachés aux hommes. Et Dieu, parfois, il casse certaines relations pour qu'on passe à autre chose. Wir sind manchmal so in Gefühlen mit anderen Menschen verbunden, dass Gott das bricht, damit wir ans andere Ufer kommen. Et ça fait mal. Und das tut weh. Parce qu'on est humain. Weil wir sind Menschen. Parce qu'on aime les gens. Wir lieben die Menschen. Je dis, je coupe ça. Und Gott sagt, ich breche das. Ça fait mal. Das tut weh. On peut t'accuser faussement. Man kann dich falsch beschuldigen. On te traite de sorcier, sorcière, méchant. Und man sagt zu dir, du bist böse, du bist schlecht, du bist selber Zauberer. Et tu es là, ton âme est blessée. Und deine Seele ist verletzt. Tu ne sais pas à qui parler. Und du weißt nicht, mit wem du sprechen sollst. Tu n'as que du mal à dormir. Du kannst nicht gut schlafen. Tes nuits sont agitées. Und deine Nächte sind auch durcheinander. Si tu es dans cette situation, wenn du in dieser Situation bist, Dieu te veut passer à autre chose. Amen. Dann ist Gott gerade dabei, dass er dich übersetzen lässt. Halleluja! Halleluja! L'apôtre Paul était abattu. Der Apostel Paulus war niedergeschlagen. Il a écrit abattu. Er hat es geschrieben. Er war niedergeschlagen. Jésus-Christ homme pleurait. Il était attristé. Und Jesus Christus als il Mensch weinte. Er war besorgt. Er war traurig. Ne te sens pas condamné si tu as du mal parfois à prier. Fühl dich nicht verdammt oder schuldig, wenn du nicht so gut beten kannst manchmal. Nous sommes faibles. Weil wir sind schwach. Le vent souffle. Der Wind bläst. Vous savez quand le vent souffle? Wenn der Wind bläst. On a du mal à avancer. Kann man schlecht weitergehen. Parce que le vent s'oppose à nous. Weil der Wind steht uns gegenüber. Also er bläst gegen uns. Vous savez quand vous prenez l'avion? Wenn ihr das Flugzeug nehmt. Si vous avez le vent en face. Wenn ihr frontal den Windstoß bekommt, dit, sagt der Pilot zu euch, on aura beaucoup de turbulences. Es gibt Turbulenzen. On était à Martinique. Wir waren in Martinique. Nous sommes rentrés il y a quelques jours. Und vor einigen Tagen sind wir heimgeflogen. Le 13. Am 13. Il y a 8 heures de vol. 8 Stunden Flug.
de Fort-de-France à Paris. Von Fort-de-France bis Paris. Le pilote nous a dit. Und der Pilot hat uns gesagt. Alors le décollage. Als wir abgehoben sind. Eh ben, nous avons le vent arrière, donc il y aura pas de turbulence. Wir haben Rückenwind, es wird keine Turbulenz. Et on n'a pas de turbulence. Und wir hatten keine Turbulenz. Le vent nous a porté aucune turbulence. Der Wind hat uns getragen und wir hatten keine Turbulenzen. Ich habe gut geschlafen. Mais quand vous entendez vent de face. Wenn ihr aber hört Gegenwind. Vous êtes sur Miami. Wir waren in Miami. 8 heures de vol. 8 Stunden Flug. Le pilote annonce vent de face. Und der Pilot hat gesagt Gegenwind. Du décollage à l'atterrissage, on a été secoué comme pas possible. Vom Abheben bis zum Landen wurden wir nur rumgeschüttelt. Seigneur. Herr. Si l'avion atterrit, je veux te servir encore plus. Wenn das Flugzeug gut ankommt, werde ich dir noch mehr dienen. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ich werde nicht sterben, ich werde leben. Là, on se rappelle de toutes les promesses du Seigneur. Dann erinnern wir uns an alle Versprechen und Bibelverse. Alléluia. Amen. Eh bien, quand on a le vent comme ça dans les épreuves, hein, c'est l'opposition. Wenn wir diesen Gegenwind haben in unseren Prüfungen, tu veux avancer, mais t'arrives pas. Dann möchtest du weitergehen, aber es geht zu schwer voran. À chaque fois que tu fais des efforts, les gens viennent, ils te tapent. Jedes Mal, wenn du einen kleinen Schritt vorwärts gehst, wirst du geschlagen von Menschen. Tu gagnes ton argent, tu ne le vois pas. Du kriegst dein Geld aufs Konto und verlierst es gleich wieder. C'est comme si tu tournes en rond, rien avance. Du drehst dich im Kreis rum und nichts passiert. Oh Seigneur. Oh Herr. Opposition sur opposition. Gegenwind über Gegenwind, Gegnerschaft über Gegnerschaft. Qui vit cela? Wer erlebt das gerade? Bienvenue au club. Herzlich willkommen im Club. Alléluia. Dieu dit dans la Bible. Gott sagt in der Bibel. Qu'il fait de nous des flèches. Dass er aus uns Pfeile macht. C'est pourquoi il y a du vent en face. Wisst ihr, warum wir Gegenwind haben? Parce que tu dois percer. Du musst durchdringen wie der Pfeil. Tu dois frayer le chemin pour les autres. Du musst für die anderen den Weg bereiten. Voilà pourquoi tu souffres. Deswegen leidest du so. Ne baisse pas les bras. Gib nicht auf. Jamais. Niemals. Le vent souffle. Der Wind bläst. Mais il n'y avait pas que le vent. Aber nicht nur der Wind. Il y a aussi l'eau. Sondern das Wasser auch. Un problème amène un autre problème. Ein Problem bringt ein anderes Problem. L'eau entrait dans la barre. Das Wasser ging ins Boot. Oh Seigneur! Oh Herr! Qu'est-ce qui se passe? Was ist da los? Mais Jésus est dans la barque. Aber Jesus war im Boot. Mais pourquoi l'eau est rentrée dedans? Warum kam Wasser rein? C'est dur. Das ist hart. T'as le vent qui vient de l'extérieur. Du hast Wind von außen. Et à l'intérieur, tu as l'eau. Und innen hast du auch Wasser. Tu as des gens qui t'attaquent, qui sont à l'extérieur. Du hast Leute, die attackieren dich von außen. Et t'as aussi des gens proches de toi. Und du hast sehr nahe Menschen. Tu as des étrangers qui t'insultent. Du hast Fremde, die dich beleidigen. Tu as aussi des gens dans ta propre famille. Du hast auch Leute in der eigenen Familie. Parmi les chrétiens. Sogar unter den Christen. Dans la maison. Im Haus. Et Dieu regarde comment tu vas réagir. Und Gott schaut dich an. Wie wirst du handeln? Ma vie. Mein Leben. Comme ta vie. Wie dein Leben. C'est le vent à l'extérieur et l'eau à l'intérieur. Außen bläst der Wind, innen ist Wasser eingedrungen. Pourtant, c'est Jésus qui a dit de traverser. Aber Jesus selbst hat gesagt, dass wir übersetzen müssen. Un jour, je suis tellement en colère contre Dieu. Eines Tages war ich so zornig gegen Gott. À cause de mes problèmes. Wegen meiner Probleme. Et j'entends sa voix me dire ta colère qui peut-elle me faire.
Und ich hörte seine Stimme und sagte, was kann dein Zorn mir tun? Okay, t'es en colère, ja, après. Ja, okay, du bist gegen mich zornig. Und dann? Und was jetzt? Tu vas monter au ciel pour aller chercher Dieu. Wirst du in den Himmel raufgehen und Gott zur Rechenschaft ziehen? Regarde à quel point tu es faible. Du bist doch so schwach. Un microbe comme ça. Eine kleine Bakterie, die du bist. Eine kleine Bakterie macht dir schon Bauchschmerzen. Le moustique, la Zika. Und die kleine Mücke, wenn dich sticht, wirst du schon krank. Et toi et moi. Und du und ich. Et regarde Dieu comme il est grand. Und schau mal, wie groß Gott ist. Alors moi, je ne peux plus prier. Ah, ich werde nicht mehr beten. Ich werde nicht mehr beten. Es reicht. Je ne veux plus voir les chrétiens. Les chrétiens, je n'en veux plus. Ich möchte keine Christen mehr sehen. Qui a déjà parlé comme ça? Wer hat schon so gesprochen? Jamais. Hast du noch nie sowas gesagt? Je ne veux plus, moi, les blancs, je ne veux plus les voir. Ich will keine Weißen mehr sehen. Moi, les Noirs, je ne veux plus les voir. Ich will keine Schwarzen mehr sehen. Les Africains, fini! Ich möchte keine Afrikaner mehr sehen. À peine que tu as fini de dire ça. Und nachdem du das gesagt hast, voilà un Africain qui vient te voir. Kommt ein Afrikaner. Jésus t'aime. Jesus liebt dich. Und nachdem du das gesagt hast, erfährst du, dass deine Tochter mit einem Deutschen verliebt ist. Wow, Seigneur! Oh Herr! Un jour, j'ai dit, Seigneur, moi, je suis fatigué, j'en peux plus. Alors, eines Tages habe ich zum Herrn gesagt, mir reicht's, ich mag nicht mehr. Dann habe ich geschlafen. Tu as dit un démon, va l'attaquer. Und dann hat der Herr zu einem Dämon gesagt, attaquer. Au nom de Jésus-Christ. Dann habe ich angefangen zu beten im Namen Jesu Christi. On se souvient que Jésus existe. Weil im Leiden erinnern wir uns, dass es Jesus gibt. Wenn alles gut geht, sind wir so. Jonas. Jonas? Du siehst Jonas, viens. Jonas, komm. Va à Ninive. Geh nach Ninive. Dis-moi, Jonas. Ich, Jonas. Allez prêcher la parole aux Ninivites. Soll den Niniviten predigen. Nos pires ennemis. Unseren schlimmsten Feinden. Pour qu'ils se convertissent. Non, jamais. Damit sie umkehren. Nee, mache ich nicht. Il prend son argent. Nimmt sein Geld. L'argent que Dieu lui a donné. Das Geld, das Gott ihm gegeben hat. Il va payer le transport pour son propre malheur. Und kauft ein Ticket zu seinem eigenen Unglück. Wo aller où? Wohin zu gehen? Posez-lui la question. Frag ihn. Jonas. Jonas. Où vas-tu? Wo fährst du hin? Il répond, je suis Dieu. Er sagt, ich fliehe vor Gott. Alléluia. On connaît l'histoire, non? Bitte diese Geschichte. Wind, pfeift mal, blas mal. Les mariniers. Und die Matrosen. Chacun a son Dieu. Die Matrosen, da hatte auch jeder seinen Gott. Dedans, il y avait les musulmans. Da gab es Moslems. Ils ont invoqué Allah, rien. Sie haben zu Allah geschrien. Il y avait les Bouddhisten. Ils ont invoqué Buddha, rien. Buddhisten haben zu Buddha gebetet. Il y avait de tout. Alles Mögliche gab es. Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Dépression, il dort. Und Jonas war in Depression und hat geschlafen. Alléluia. Alléluia, hey, monsieur, hey, lève-toi. Und man hat zu ihm gesagt, hey, du Herr, steh mal auf. Où vas-tu? Wo fährst du hin? Il dit, je fuis Dieu. Er sagt, ich fliehe vor Gott. Vous avez déjà vu une fourmi qui essaie de vous fuir? Habt ihr schon mal eine Ameise gesehen, die versucht, euch zu entfliehen? Vous prenez une fourmi. Nimm mal eine Ameise. Vous la mettez dans une bouteille. In ein Glas. Vous fermez la bouteille. Und du machst das Glas zu mit der Ameise. Et la fourmi essaie de vous éviter. Und die Ameise versucht, euch auszukommen.
Pourtant, vous avez la bouteille dans votre main comme ça. Aber du hast dieses Glas in der Hand. Vous dites, mais vous allez où? Du fragst sie, wo gehst du denn? Das können wir so nicht fait. So machen wir das. Amen. Non, moi prêcher, je veux plus. Ich predige nicht. Prophétiser, ah, ça va mener des problèmes dans les églises aujourd'hui. Ich spreche keine Prophetie mehr aus. Allez voir les pasteurs pour leur dire que Dieu m'a parlé. Ah non, jamais. Und ich gehe auch nicht mehr zu Pastoren und sage ihnen, Gott hat mir. Moi. Toi, c'est quoi? Ich. Diriger, je ne veux plus. Ich möchte keine Gemeinde mehr leiten. Je veux même quitter l'Allemagne. Ich möchte aus Deutschland raus. Je veux déménager. Ich möchte umziehen. Mais pour aller où? Wo möchtest du denn hin? Je veux aller dans une ville où il n'y a pas Satan. Ich möchte in eine Stadt ziehen, wo kein Satan ist. Où personne ne me connaît. Wo mich keiner kennt. Mais le problème, c'est que je ne sais pas. C'est en déménageant. Du weißt, du kennst dein Problem. Les sorciers aussi déménagent avec toi. Wenn du umziehst, ziehen die Zauberer mit dir um. Et je dis, mais il est dans la bouteille, tu ne comprends pas. Und Gott sagt, der ist im Glas und versteht es immer noch nicht. Qui est un tout petit peu comme ça. Wer ist ein bisschen so? Ich glaube, Dieu parle à beaucoup de gens. Ich glaube, dass Gott zu vielen Leuten heute spricht. Alléluia! La dépression. Die Depression. Ah, moi, le mariage, je ne veux plus. Ich möchte nicht mehr heiraten. Nichts mehr. J'étais beaucoup blessé. Ich wurde so verletzt. Alors, moi, c'est fini. Nichts mehr bei mir. Et toi, c'est quoi ton problème? Und was ist dein Problem? Moi, les églises, je veux plus. Ich möchte keine Gemeinden mehr. Et toi, c'est quoi ton problème? Was ist dein Problem? Moi, prier. Ich möchte nicht mehr so beten. Moi, les pasteurs africains, c'est fini. Ich möchte keine afrikanischen Pastoren mehr. Les pasteurs congolais, c'est fini. Ich möchte keine kongolesischen Pastoren mehr. Aber heute là. Aber heute bist du hier. Moi, on est tous bizarres. Wir sind alle ganz komisch. On a tous des gros problèmes tels que nous sommes. Wir haben alle große Probleme hier. Le caractère. Das ist unser Charakter. On est fiers. Wir sind stolz. Trop fiers. Zu stolz. Dieu dit, je veux le secouer. Und Gott sagt, ich möchte ihn oder sie schütteln. Was? Geh. Jonas, Jonas sagt nein. Lève-toi. Steh auf. Tu vas où? Wo gehst du hin? Je fuis Dieu. Ich flieh vor Gott. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de toi? Was muss man mit dir tun? Jetez-moi dans l'eau. Werf mich halt ins Wasser. Suicidaire. Er hat Suizid gedacht. Il a cru que la mort allait le protéger de Dieu. Er dachte, dass der Selbstmord ihn vor Gott bewahren kann. Quelqu'un a dit à Dieu, si je monte là-haut, tu es. Si je descends, tu te trouves sous terre. Jemand hat gesagt, wenn ich raufsteige, bist du da. Wenn ich unter die Erde komme, bist du auch da. Alors je vais raconter l'histoire. Ce jour-là, ils ont pris Jonas. An dem Tag haben sie Jonas genommen. Haben sie ins Wasser geworfen. Was ist passiert? Was ist passiert? Als Jonas ins Wasser gefallen ist, Dieu a dit au démon de mort, mort, éloigne-toi. Hat Gott zum Dämon des Todes gesagt, Tod, geh weg. Vous avez déjà vu la mort s'éloigner de quelqu'un? Habt ihr schon gemerkt, wie der Tod vor jemandem fliegt? Quelqu'un qui respire dans l'eau. L'eau entre dans ses poumons, ça sort, ça respire comme un poisson. Jemand, der im Wasser atmet und das Wasser dringt in seine Lungen ein. Et Dieu dit au poisson, allez. Und Gott sagt zum Fisch, verschluck ihn. Non, Dieu est trop fort. Gott ist so stark. Le poisson a le monsieur. Trois jours. Und der Fisch hat diesen Herrn verschlungen, drei Tage lang. Tu vas passer à l'autre bord. Der Herr sagt, du wirst ans andere Ufer gehen. Je voulais que tu passes là-bas par le bateau, mais comme tu n'as pas voulu, tu vas passer dans le ventre du poisson. Ich wollte, dass du einfach mit dem Schiff hinfährst, aber du wolltest nicht und jetzt muss der Fisch dich hinbringen. Vous avez déjà vu un missionnaire qui part en mission avec un parfum poissonné? Habt ihr schon mal einen Missionar gesehen, der mit einem Fischgeruch auf Mission geht? Der stinkt. Il sent le poisson et il annonce l'évangile. Er geht vom Fisch raus und verkündigt das Evangelium. Repentez-vous! Alléluia! Tout ça pourquoi? Parce qu'il était têtu. Nur weil er stur
Nicole, passons simplement de l'autre côté. Bitte, bitte, fahren wir einfach ans andere Ufer. Alléluia! Amen. Ça, c'est Jésus. Das ist Jesus. Ne dis plus, Seigneur, je ne veux pas. Dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Sag nicht mehr, Gott, ich will nicht mehr. Si tu ne veux sondern pas sag partir, einfach, dein Wille geschehe. Si tu ne veux pas sentir le poisson. Wenn du keinen Fischgeruch haben möchtest. Vous savez, quand tu sens le poisson, wenn du Fischgeruch les hast, gens, les gens te fuient. Gehen die Leute von dir weg. C'est comme si tu avais la lèpre. Wie wenn du Ausfall hättest. Lepra. Là, on dit il se leva. Il y a des gens qui vont se lever juste parce que Dieu vous a appelé. Und es steht auch drin, er stand auf. Es gibt Leute, die stehen auf, nur weil Gott sie gerufen hat. Au moment où vous recevez l'appel du Seigneur, c'est là où Satan appelle aussi les siens contre vous. In dem Moment, wo er die Berufung Gottes erhalten, ruft Satan auch die Seinen, um gegen euch aufzustehen. Au moment où vous avez une vision par rapport au mariage, c'est là aussi que l'ennemi se lève. In dem Moment, wo ihr eine Vision über die Ehe oder Heirat habt, steht auch der Feind gegen euch auf. Et la parole dit que Jésus dormait. Und das Wort sagte, Jesus schlief. Qui a déjà eu l'impression que Dieu ne l'entend pas, ne l'a pas entendu? Wer hat schon den Eindruck gehabt, dass Gott schläft oder nicht hört? Moi, le premier. Je vous dis, en Martinique, là, j'étais là sur mon lit, je suis fatigué. Und in Martinique beispielsweise, da habe ich gesagt, also, mir reicht's, ich bin müde. Mais tu réfléchis à tous les démons que j'ai chassés. Und dann denkst du nach die ganzen Dämonen, die schon geflohen sind. J'ai pas trop le choix. Und die Dämonen, die schon verlassen. Und ich habe eigentlich keine Wahl, als mit dem Herrn zu bleiben. Tu boudes, mais t'es pas papa. Je boude, j'essaie, je boude, je touche à elle. Papa, ich weiß, dass ich im stur bin, aber ich muss einfach an deiner Seite bleiben. Parce qu'on ne comprend pas toujours comment Dieu agit. Weil du verstehst nicht immer, wie der Herr handelt. Après 32 ans de conversion, je ne sais toujours pas comment Dieu fonctionne. Nach 32 Jahren Bekehrung weiß ich immer noch nicht genau, wie Gott funktioniert. Si quelqu'un te dit qu'il sait comment Dieu opère, il est devenu Dieu. C'est faux. Wenn jemand zu dir sagt, er weiß, wie Gott handelt, dann wäre er selber Gott geworden. Paulus war auch niedergeschlagen. Es ist hart. C'est parce que nous ne voulons pas parfois vous choquer, parce que on veut vous encourager tout le temps, mais quand ça nous attrape là, dans les coulisses là. Wir kriegen euch und wollen euch nicht alles erzählen, was bei uns passiert, weil wir wollen euch ermutigen, aber was bei uns passiert. Du weinst und jemand ruft dich an und du sagst, hallo, wie geht's? Sois encouragé. Und trocknest deine Tränen. Sois encouragé. Du weinst selber und musst zu anderen sagen, sei ermutigt, geh weiter mit Gott. Amen, gloire à Dieu. À plus tard. Gott segne dich, mein Bruder. Und sobald er aufgelegt hat, weinst du wieder weiter. Moi, je ne suis pas hypocrite, je vous dis ce qui se passe. Ich bin nicht scheinheilig, ich sage euch nicht. On acclame le Seigneur. Ich bete und es gibt keine Heilung. Regarde ma fille, regarde mes enfants. Schau mal meine Tochter, schau mal meine Kinder. On comprend pas. Wir verstehen nicht. Je vous assure. Ich versichere euch. C'est là qu'on réalise que Dieu est souverain. Dann merken wir wirklich, dass Gott souverän ist. Qu'il n'a pas de compte à vous rendre. Amen. Er muss uns keine Rechenschaft ablegen. C'est pour cela que nous avons besoin de la foi. Deswegen brauchen wir Glauben. Parce que s'il fallait voir avant de marcher avec le Seigneur, personne ne marcherait avec le Seigneur. Wenn wir vorher sehen würden, bevor wir mit dem Herrn wandeln, würde niemand mit Gott gehen. Personne. Keiner. C'est dur. Weil es hart ist. Jésus dormait. Jesus schlief.
Pendant les épreuves, là, lui, là, il dort, il ronfle. Während dieser Prüfungen schläft er und schnarcht. Et ils le réveillèrent et lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons? Und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Dieu sait que ton problème peut te détruire. Gott weiß, dass dein Problem dich kaputt machen kann. Il sait que cette maladie peut te détruire. Er weiß, dass diese Krankheit dich zerstören kann. Il sait que ce que tes enfants vivent peut les détruire. Er weiß, dass diese, wenn diese Kinder peut, il sait que ce que tes enfants vivent peut, n'est-ce pas, les détruire. Er weiß, wenn deine Kinder so leben, kann es sie zerstören. Mais je veux que tu saches. Aber ich möchte, dass du weißt, le Dieu de la Bible, der Gott der Bibel, ne laissera jamais tes enfants être détruits au niveau de l'esprit. Wird deine Kinder nie im Geist zerstört werden lassen. Niemals. Niemals. À chaque fois que j'étais coincé. Jedes Mal, als du in die Enge getrieben warst. À chaque fois que j'étais limité. Jedes Mal, als ich beschränkt war. À chaque fois que j'étais découragé. Jedes Mal, wenn ich entmutigt war. Dieu est intervenu. Ist Gott dazwischen gegangen. C'est pour ça que malgré les épreuves, je continue à le servir. Ou je dirais, je continue à le servir de moi. Deswegen diene ich ihm auch weiter, trotz der Prüfungen, beziehungsweise er bedient sich meiner. Vous savez pourquoi les apôtres étaient paniqués? Wisst ihr, warum die Apostel Panik geschoben haben? Parce qu'ils se sont focalisés sur le vent, sur l'eau et non sur le Seigneur. Weil sie haben immer Wind und Wellen angeguckt, nicht den Herrn. Quand on se focalise sur les gens qui nous critiquent. Wenn wir immer unser Augenmerk auf Leute, die uns kritisieren, sur la maladie, und auf die Krankheit, problème, auf das Problem, on finit par être détruit. Dann werden wir zerstört werden. Pendant des années, jahrelang, je faisais le même songe. Hatte ich immer denselben Traum. Je me voyais à l'école maternelle. Ich sah immer, wie ich in der Grundschule war. Avec des enfants. Mit Kindern. Comme camarade de classe, vous vous rendez compte? Als Klassenkamerad. Moi. Ich. Maternelle. Avec mon sac. In der Grundschule. La sonnerie, hein, retentissait. Et je prenais mon sac, j'allais à Kindergarten, das war der Kindergarten. Avec des bébés. Mit kleinen Kindern. Je me disais dans ce sens, mais attends, mais il y a des enfants quand même. On dit, mais il faut y aller à l'école, il faut y aller pour les enfants. Ich war immer mit den kleinen Kindern zusammen. Er kommt in die Schule, ich komme in den Kindergarten. Und ich habe mir gedacht, ich muss doch normal schon an der Uni sein. Aber immer war ich im Kindergarten. Ich predige, es gibt Zeichen und Wunderheilungen, aber der Herr zeigt mir immer, dass ich im Kindergarten bin. Was ist los, Herr? Das hat jahrelang gedauert. Et un jour, Dieu m'a dit. Und eines Tages hat der Herr mir gesagt. Parce que tu t'es trop focalisé sur les combats. Weil du hast dich so sehr auf diese Kämpfe konzentriert. Auf die Leute, die dich attackieren. Sur tes détracteurs. Auf deine Verfolger. Et quand j'ai arrêté. Und als ich das aufgegeben habe. Je commence. Ce sont la disparu. War der Traum plötzlich nicht mehr da. Fini. Pas aus, weg. Voilà. Stellt euch das vor. Alors, ne t'arrête plus sur ton problème. Du sollst dich also nicht mehr auf dein Problem fokalisieren. Nein. Ne t'inquiète plus.
und mach dir keine Sorgen mehr. Les médecins disent que c'est fini pour toi. Gloire à Dieu. Sagen die Ärzte, für dich gibt es keinen Ausweg. Ehre sei dem Herrn. T'as reçu une mauvaise nouvelle? Bénis Dieu. Schlechte Neuigkeiten. Wow. Ehre sei dem Herrn. Je sais, c'est dur. Ich weiß, es ist hart. Ça va aller. Es wird gehen. Tu peux me donner cette Bible? Kannst du mir die Bibel geben? Elle me la donne. Sie gibt sie mir. C'est à moi maintenant. Und es ist meine. Et imaginez maintenant, si je la lève comme ça et qu'elle commence à vous dire, fais attention, tu vas l'abîmer, fais attention. Je me dirai, bah, non, tu me l'as donné, non? Wenn sie jetzt anfängt zu mir zu sagen, pass auf die Bibel auf, dreh sie nicht so hin und so weiter, werde ich sagen, hey, du hast mir doch geschenkt. Ich tue doch damit, was ich will. Parce qu'elle est à moi. Sie gehört doch mir. Qui a donné sa vie à Dieu? Wer hat sein Leben Jesus gegeben? Alors pourquoi tu t'inquiètes pas? Parce que les gens parlent. Warum machst du dir Sorgen, dass die Menschen sprechen? Faisons confiance au Seigneur. Wir sollen doch dem Herrn vertrauen. Vous savez, quand je vous disais, quand j'ai vu les élections au Congo, j'ai dit Seigneur, là. Als ich die Wahlen im Kongo gesehen habe, habe ich gesagt, Herr, so geht's nicht, so geht's nicht mehr weiter. Je ne peux pas l'obéir. 7 Jahre lang konnte ich schon nicht nach Hause fliegen. Parce qu'on va m'arrêter sinon. Weil man mich festnehmen wird. Ça va faire 12 ans. Wenn du noch 5 Jahre mich warten lässt, dann werde ich 12 Jahre nicht dort gewesen sein. Je dis, je ne veux plus avoir affaire. Ich habe gesagt, ich will nichts mehr mit den Kongolesen zu tun haben. Nichts mehr. Comme je suis français aussi, donc je reste français totalement. Ich bin auch Franzose und ich bleibe jetzt für immer Franzose. J'ai changé même mon numéro à Martinique, j'ai enlevé mon WhatsApp, j'ai enlevé tout. In Martinique habe ich mein WhatsApp gelöscht und habe meine Nummer geändert. Je dis, je coupe le pont avec. Ich werde mit ihm allen den Kontakt abbrechen. Deswegen gebe ich diese Botschaft heute vom Herrn. Ich habe gesagt, jetzt reicht's. Ich vergesse Afrika, ich wandere aus nach Kanada. Ganz hinten. Weil alle diese Präsidenten sind solche Heuchler. Jemand, der sein Volk tötet, jemand, der die Kinder tötet. Ich habe gesagt, nee, mir reicht's, ich mag nicht mehr. Toutes les sorties qu'on a faites à Paris pour dénoncer alle diese Veranstaltungen in Paris, die wir draußen auf der Straße gemacht haben. On était en prière à Martinique. Und dann haben wir Gebet gemacht in Martinique. Und Gott ist auf uns, seine Herrlichkeit ist auf uns gekommen. Une femme. Eine Frau. Gott hat eine Frau berührt. Und Gott sagt mir, tu vas vivre un réveil que tu n'as pas encore vécu. Diese Frau hat prophezeit und hat gesagt, du wirst eine Erweckung kennenlernen, die du des noch nie choses, gesehen hast. Tu n'as pas encore vécu. Sachen, die du noch nie erlebt hast. Et Dieu dit, Gott sagt, pour ton pays, je m'en occupe. Ich kümmere mich um dein Land. Dann, quand je parlais comme ça, c'était dans ma chambre. Als ich so mit dem Herrn gesprochen habe, war das in meinem Zimmer und diese Frau, die da prophezeit hat, war nicht dabei. Est-ce que j'entends bien? Und ich habe mein Ohr gespitzt und habe mir gedacht, hä? Elle a répété. Sprich, was ich gebetet habe, sie hat es wiederholt. Oh Herr. Je suis rentré. Da bin ich nach Haus. Je dis, bon, tu as parlé, mais bon, ça fait 8 ans quand même qu'il a parlé. Hein. Ich habe mir gedacht, der Herr hat zwar gesprochen, aber seit 8 Jahren spricht er. On va prier, hein? Mais prier, c'est devenu compliqué. Je suis là, je suis le Seigneur, je ne sais plus comment prier. Que ton nom soit béni, Seigneur. Und ich habe gesagt, wir werden beten, aber irgendwie innerlich nicht noch beten sollen. Herr, dein Name sei gelobt und so weiter und so fort. Ah, Seigneur. Oh Herr. Ah, toutes ces femmes violées, ces enfants violés. All diese vergewaltigten Kinder und Frauen. Dieu und dann habe ich geschlafen. Dieu veut me parler à l'oreille. Und der Herr hat mir ins Ohr geflüstert. Il me dit, je m'occupe de tout.
Und er hat zu mir gesagt, ich werde mich um alles kümmern. L'amour! Je me réveille, je prends toute force. Und ich stehe auf und. Et là, j'apprends qu'il y a une réunion des présidents africains. Und dann habe ich erfahren, dass es so eine Versammlung von afrikanischen Präsidenten gibt. Ils ont décidé d'appliquer ce que Dieu m'avait montré. Und sie haben versucht umzusetzen, was Gott mir gesagt hat. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, wow. Mais Dieu, tu es magnifique, Seigneur. Du bist wunderbar, Herr. Dans le désespoir, c'est là que l'espérance qui est juste se révèle à toi. C'est quand la médecine dit c'est fini pour ton cas. Dein Fall ist unheilbar. C'est quand ton nom est mis sur la liste de morts, c'est là que Jésus la vie. Wenn dein Name auf der Liste der Toten steht, kommt Jesus Christus. Je veux dire à quelqu'un. Ich möchte zu jemandem sagen. Jésus est la vie. Jesus ist das Leben. Mais pour que tu prennes conscience de la grandeur de ce Jésus, pour que tu réalises à quel point il est la vie, il faut que tu sois touché un peu par la mort. Jesus möchte, dass du die, seine Größe, dieses Leben kennenlernst. Da musst du erstmal vom Tod bedrängt werden. Lazarus tombe malade. Lazarus ist krank geworden. On dit, va le guérir. Und man sagt zu Jesus, heile ihn doch. Encore deux jours. Jesus hat gesagt, wir bleiben noch zwei Tage Sa hier. Sa situation s'est aggravée. Und die Situation Lazarus wird immer schlimmer. Lazarus ist gestorben. Et Jésus dit, allons-y. Und Jesus sagt, jetzt gehen wir. Il intervient. Er kommt. Quand les situations deviennent compliquées. Wenn deine Situation schwierig wird. Alléluia! Alléluia! Regarde, Jésus le parfum. Jesus das Parfum. Ne peut se manifester qu'une fois que tu sens mauvais. Kann nur kommen, wenn du schlecht riechst. Il faut que ta situation devienne impossible. Du musst eine unmögliche Situation erleben. Et là, Jésus. Und dann kommt Jesus. Jésus a dit au président franc-maçon sorcier pédophile. Et là, il a dit, Jesus hat zu diesem Kinderschänder Präsidenten, diesem freimaurerischen Präsidenten gesagt: Versammelt euch. Là où vous avez mis le caca, allez, prenez le balai, allez balayer là-bas. Aujourd'hui, demain, il va être celui qui va évangéliser par toi en disant que tu es le roi de Dieu. On a pris Jésus. On l'a mis dans une tombe. On a mis des gardes pour ne pas qu'il sorte de là. Und Wachen aufgestellt, damit er nicht rauskommt. Tout comme on a mis des gens devant toi pour ne pas que tu perces. Solche Leute, die man vor dich gestellt hat, damit du keinen Durchbruch erlebst. Ne pas sur ces surveillants-là. Schau nicht immer diese Wachen an. Pourquoi? Warum? Jésus sort de la mort. Jesus kommt, er steht da. Und hat
die Wachen haben das gesehen. Les premiers prédicateurs de la résurrection de Yeshua, ce n'étaient pas les convertis. Wisst ihr, dass die ersten Prediger der Auferstehung Jesu nicht die Bekehrten waren? Les premiers évangélistes n'étaient pas convertis. Die ersten Evangelisten waren nicht bekehrt. C'était des gardes, des païens. Das waren diese Wachen, diese Heiden. Ceux qui vont dire au monde entier que Dieu t'a oué, ce sont les sorciers. Weißt du, warum du beobachtet wirst? Tu sais pourquoi tu es persécuté? Weißt du, warum du verfolgt wirst? Parce que Dieu veut que ceux qui te haïssent là soient des témoins de son amour pour toi. Weil Gott möchte, dass die, die dich beobachten und verfolgen, die ersten Zeugen seiner Liebe sein werden. Regarde, regarde. Tu dois quitter cette étape-là. Tu dois grandir. Du musst diese Etappe jetzt verlassen. Werd größer. Parce qu'il y a une grande onction qui t'attend. Weil eine große Salbung wartet auf dich. Il y a une autorité apostolique qui t'attend quelque part. Eine apostolische Autorität wartet auf dich. Une prophétie qui t'attend quelque part. Eine prophétische Salbung wartet auf dich. Donc tu dois traverser. Du musst übersetzen. Tu n'as pas le choix. Du hast keine Wahl. Tu ne peux pas aller à Canaan sans passer par le désert. Du kannst nicht nach Canaan gehen und nicht durch den Wüste. Et dans le désert. Aber in der Wüste. Dann müssen Schlangen sein. Sinon, comment veux-tu savoir, on sache que tu as les chaussures dans tes pieds? Wie soll man sonst wissen, dass du an deinen Füßen stehst? Tu n'as pas compris. Du hast nicht verstanden. Les serpents doivent mordre tes pieds. Die Schlangen müssen deine Füße beißen. C'est alors qu'on saura que tu es équipé. Und dann weiß man, dass du ausgerüstet bist. Je veux parler à un enfant de Dieu ici. Er hat dich gesandt. Il t'a établi. Er hat dich aufgerichtet. Il ne t'a pas abandonné. Er hat dich nicht verlassen. Il ne t'a pas oublié. Er hat dich nicht vergessen. Il va changer le langage des gens. Er wird die Sprache der Menschen ändern. Tes ennemis vont changer le langage. Deine Feinde werden ihre Sprache ändern. Ne baisse pas les bras. Lass die Hände nicht sinken. Tu es à l'école du Seigneur. Du bist in der Schule des Herrn. Dieu va te donner le diplôme bientôt. Gott wird dir bald ein Diplom geben. L'autorité de Dieu sur toi. Die Autorität Jesu ist auf dir. Tu verras les démons sortir. Du wirst sehen, wie Dämonen verschwinden. Tu verras les délivrances opérer. Du wirst sehen, wie Heilungen geschehen. Tu verras les délivrances opérer. Du wirst sehen, wie Befreiungen geschehen. Parce que Dieu t'a mandaté. Weil Gott hat dich gesandt. Parce que Dieu t'a choisi. Er hat dich erwählt. Parce que Dieu t'a élu. Er hat dich auserwählt. Tu auras des chants nouveaux. Du wirst neue Lieder singen. Tu auras des chants de louange. Du wirst Loblieder haben. Tu auras des chants en langue. Du wirst Lieder in Sprachen singen. Parce que tu es passé par cette épreuve. Weil du durch diese Prüfung durchgegangen bist. Oh Dieu d'Israël. Gott Israels. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Die Hexerei kann nichts gegen dich ausrichten. Dieu te dit que la sorcellerie ne peut rien contre toi. Gott sagt zu dir, die Hexerei kann nichts gegen dich machen. Personne ne peut lever sa main sur toi. Keiner kann seine Hand über dich erheben. Personne. Keiner. Personne. Keiner. Quelqu'un ici, Dieu le libère de la mort. Jemanden hier befreit der Herr vom Tod. L'esprit de mensonge. Geist des Todes verschwindet. Maintenant. Ja. Verlass diesen Körper. Und Mann, Jesus. Der Tod verschwindet. Verschwindet aus dir.
s'en va. Quitte-la, quitte-la. Der Tod verschwindet. La mort sort. Der Tod verschwindet. Je dis la mort sort. Ich sage, Tod verschwindet. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Quelqu'un ici. Jemand hier. Est enchaîné par l'ennemi. Ist vom Feind gekettet. L'ennemi te quitte maintenant, sort. Voilà. Der Feind verlässt dich jetzt. Sort. Raus. Voilà. Raus von ihr. Elle ne plus ta femme. Sie ist nicht mehr deine Frau. Tu m'entends? Hörst du mich? Elle ne plus ta femme. Sie ist nicht mehr deine Frau. Quitte ma soeur. Verlass meine Schwester. Im Namen Jesus. Quelqu'un ici? Jemand hier? Alors, cette maladie, il y a une maladie qui ronge son intérieur. Hat eine Krankheit, die sein Inneres auffrisst. Der den zerstört. C'est un serpent. Seine Organe. Il das ist eine Schlange. Er kommt raus. Il remonte et sort. Maintenant. Kommt raus. Quitte-la. Verlass sie, verlass sie. Voilà. Sort de la mort. Jetzt. Raus im Namen Jesu. Les deux. Il y a quelque chose de particulier aujourd'hui. Heute ist was Besonderes los. La puissance de la résurrection. Die Kraft der Auferstehung. Brise les chaînes aujourd'hui. Brich die Ketten heute. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Namen Jesus. Oh. Ça vomit. Du spuckst das aus. Ça vomit. Du spuckst das aus. Tu vas vomir cette chose. Du wirst diese Sache ausspucken. Qui se balade dans tout ton corps. Die in deinem ganzen Körper herumspaziert. Je parle à quelqu'un ici. Ich sprich mit jemandem cette hier. Cette chose qui se promène en toi. Diese Sache, die in dir rumspaziert. Remonte, sort au nom de Jésus de Nazareth. Muss raufkommen und raus im Namen Jesus zu Nazareth. Quelqu'un ici. Jemand hier. Dieu le délivre, Dieu le délivre de la colère. Gott befreit ihn vom Zorn. La colère sort de ton corps maintenant. Der Zorn muss raus aus deinem Körper jetzt. Im Namen Jesus von Nazareth. Oh Seigneur, merci. Danke, Herr. Quitte. Quitte ma soeur. Verlass meine Schwester. Sort. Raus. Oh. Celle-là, il y a un serpent en elle. Die da, hat eine Schlange in ihr. Verlass sie im Namen Jesus. Quelqu'un ici, Dieu le délivre de son diabète. Jemand hier wird von Diabetes geheilt. Diabète qui s'en va, au nom de Jésus. Diabetes verschwinde. Oh Dieu d'Israël. Sors d'elle. Verlass sie. Sors. Raus. Son ventre. Quitte son ventre. Mon Jésus. Verlass sie im Bauch. Verlass sie im Bauch. Oh. Merci, Père. Danke, Vater. Ah, Seigneur. Quelqu'un a beaucoup de maux de tête. Jemand hat viel Kopfweh. Le Seigneur est en train de te rendre libre. Und der Herr Seigneur, macht merci. Dich frei. Sors, sors d'elle, au nom de Jésus. Verlass sie. Lâche-la. Im Namen Jesus. Lâche-la, démon. Lass sie los, du Dämon. Ah, c'est quelqu'un de la famille qui possède ma sœur. Das ist jemand aus der Familie, der sort auf d'elle. Dieser Schwester sitzt. Quitte-la, 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 quitte-la. Verlass sie, verlass sie. Au nom de Jésus Christ. Im Namen Jesus Christus. Wow. Quelqu'un, on lui a mis comme une espèce de d'aiguille. Dans son corps. Jemandem hat man so eine Nadel in den Körper gesteckt. Le Seigneur est en train de retirer cette chose-là. Der Herr nimmt diese Sache raus. La présence d'un démon impur. Das ist die Gegenwart eines unreinen Geistes. C'est quelque chose que tu traînes depuis des années. Seit Jahren ist das in dir.
Le Seigneur, dans sa miséricorde, le Seigneur te libère, te restaure. Gott in seiner Güte befreit dich. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Gott der Herrlichkeit. Gott der Herrlichkeit. Oh Dieu. Gott. Père, merci. Vater, danke. Voilà. Fini. Au nom de Jésus. Fini. Aus. Je commence à beaucoup oublier. Der Herr stellt das Gedächtnis von jemandem her. Seigneur. Du fängst an, viel zu verlieren, zu vergessen. Sort, tu vas lâcher. Si, tu lâches. Raus. Quitte-la. Tu lasses sie los. Lass sie jetzt los. Verlass sie. Elle n'est plus ta femme. Sie ist nicht mehr deine Frau. Sort. Raus aus ihr. Raus aus ihr. Raus. Si. Sorte. Raus aus ihr. La puissance de la sorcellerie familiale. Das ist die Kraft der Familienhexerei. Je serve son esprit. Und benutzt ihren Geist. Sort. Raus. Im Namen Jesu Christi. On a dessiné une tombe devant toi. Vor dir hat man ein Grab gezeichnet. Dieu ne veut pas de cela. Und Gott mag das nicht. La mort te quitte. Der Tod verlässt dich. So. Raus. Im Namen Jesu Christi. Que tes organes soient restaurés. Deine Organe seien wiederhergestellt. Que tes organes soient réparés. Deine Organe seien repariert. Que ton sang soit purifié. Alles gereinigt. Que tes intestins soient réparés. Dein Darm, dein Blut. Ton utérus soit réparé. Deine Gebärmutter. So. Voilà. Verschwinde aus ihr. Sorte. Raus aus ihr. Quitte-la. Verlass sie. Sorte son ventre. Raus aus ihrem Bauch. Sorte. Raus. Sorte. Raus. Im Namen Jesus. Les sorciers de sa famille sont réunis pour la manger. Die Zauberer aus ihrer Familie haben sich vereint, um sie zu fressen. Le feu est tombé du ciel pour briser. Avec vous cette maladie. Nehmt diese Krankheit mit euch mit. Dans notre royaume, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de sida, il n'y a pas in unserem, de malédiction. In unserem Königreich il n'y a que la paix, la joie, kein Aids und keine Krankheiten, sondern Jesus. Nur die Freude des Heiligen Geistes. Oh, Seigneur. La dame. Die Frau da hinten. À côté. Oui. Venez. Komm nach vorne. Ça va? Vous avez un garçon? Haben Sie einen Jungen? Combien de garçons? Okay. Wie viele Jungen haben Sie? Drei. Ils sont convertis? Sind Sie bekehrt? Nein. Il y en a un.
que Satan veut tuer. Von denen ist einer dabei, den der Teufel umbringen möchte. Mais le Seigneur a brisé la mort. Aber der Herr hat den Tod gebrochen. Fini. C'est réglé. Er ist mein Sohn. Ses enfants vont se convertir, vont servir le Seigneur. Au nom de Jésus. Fini. Es ist vorbei. Ta maman? Viens. Ist sie deine Mama? Komm. Ah? Papa est où? Wo ist der Papa? Papa, viens. S'il te plaît. Komm, bitte. Les gens de la famille, à cause de la jalousie, ont décidé de tuer un de vos fils. Die Leute aus der Familie wollen einen oder Söhne umbringen, weil sie neidisch sind. Ils veulent l'amener dans tout ce qui est drogue, tout ce qui est. Sie wollen in die Drogen und alle komischen Sachen reinführen. Tout ce qui est femme, toutes ces choses-là, le désordre total. Alles, alle totale Unordnung. Mais à cause de vos prières. Aber wegen eurer Gebete. Dieu me dit de vous dire qu'il libère toute la famille. Sagt Gott zu euch, er wird die ganze Familie befreien. Le Seigneur me dit de te dire. Der Herr sagt mir, ich soll dir sagen. Tu vas beaucoup rentrer au pays pour faire des affaires là-bas. Le Seigneur t'ouvre une porte. Tu wirst viel nach Hause reisen, dans les années Geschäfte à venir, zu machen. Je ne te vois plus tellement ici. Et je te vois là-bas avec dans un grand terrain. Und ich sehe dich dort, je vois des champs, in deiner Heimat mit einem großen Grundstück, mit Feldern. Le Seigneur te dit, je te restaure. Und der Herr sagt zu dir, ich stelle dich wieder her. Est consacré au Seigneur. Und deine ganze Familie ist dem Herrn geweiht. Notre Seigneur et Sauveur. Im Namen Yeshua, unseres Herrn und Retters. Désormais, les gens qui vont se lever contre vous dans la sorcellerie, Dieu va les confondre davantage. Die Leute, die sich il vient aujourd'hui de briser la puissance de la sorcellerie dans la famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Die wird der Herr alle durcheinander bringen und bricht die Hexerei in ihrer Familie. Wow. Dieu est grand. Gott ist groß. Ça va? Wie geht's? Tu vas bien? Wie geht's dir? Ouais. Tu es baptisé? Bist du getauft? Dans l'eau. Viens me voir. Viens, s'il te plaît. Komm mal her. Tu es baptisé dans l'eau? Bist du okay. Im Wasser getauft? Il est où ton père? Au Gabon. Il est converti. Wo kommst du her? Aus Gabun? Und dein. Je vois marcher avec une grosse chaîne attachée au niveau du pied droit. Am rechten Fuß eine große Kette. Mais Dieu veut que j'ai son cœur avant sa mort. Aber Gott will sein Herz berühren vor seinem Tod. Le Seigneur me donne une vision, je te vois signer des papiers. Der Herr gibt mir eine Vision, ich sehe, wie du Papiere unterzeichnest. Document officiel. Offizielle Dokumente. Le Seigneur est en train de répondre à ta prière. Der Herr antwortet auf dein Gebet. Le Seigneur me dit, c'est réglé. Der Herr sagt zu mir, das ist, alles ist gut. Ah? Oh, Dieu la connaît. Elle attend quoi? Gott kennt sie. Alors, elle attend le contrat de travail qui va être signé certainement. Si. Sie wartet auf ihren Arbeitsvertrag zum Unterzeichnen. Un ange est venu l'habiller en blond. Ein Engel ist gekommen und kleidet sie in weiß. Wow. Et un prince marche à côté. Und ein Prinz. Ein Prinz. Wow. Gott kennt sie. Alors fortifie-toi, le Seigneur te dit. Stärke dich, sagt der Herr zu dir. Tu es surprise? Bist du überrascht? Non, parce que tu sais que Dieu te parle. Nein. Wow, Seigneur, merci. C'est magnifique.
Ça va, frère? Wie geht's, Bruder? Je suis baptisé. Bist du getauft? Katholik, bien. Katholisch. Wow, qui t'a invité ici? Wer hat dich hierher eingeladen? Ta grande sœur. Meine große Schwester. Une fille aussi t'a parlé. Ta grande sœur est où? Wo ist deine große Schwester? Tu sais que da hinten. Elle t'aime beaucoup. Weißt du, dass sie sich sehr lieb hat? Dieu t'a attendu. Weil Gott hat auf dich gewartet. Dieu t'a attendu. Gott hat auf dich gewartet. C'est le temps pour toi de te tourner définitivement vers le Seigneur. Weil es ist jetzt die Zeit, dass du dich ganz Gott hingibst. Parce qu'il y a un appel sur toi pour annoncer l'évangile. Weil du hast eine Berufung, dass du das Evangelium verkündest. Dieu voit tes combats, tes luttes. Gott sieht deine Kämpfe. Tes épreuves. Und auch die Prüfungen. Il me dit de te dire qu'il veut se révéler à toi comme un père. Und er sagt mir, ich soll dir sagen, er möchte sich dir als Papa offenbaren. Und er befreit dich. Eine Salbung auf ihn. Il me dit, dis-lui, je suis aujourd'hui son père. Er sagt, sagt zu ihm, ich bin heute dein Vater. Dein Vater. Dein Vater. Oh, Dieu le guérit. Oh Gott. Dieu le guérit. Oh, Dieu aime ce jeune homme. Gott hilft diesem jungen Mann. Dieu l'aime. Gott hat ihn lieb. Le Seigneur me dit de te dire qu'il change ton histoire. Der Herr sagt zu mir, er ändert deine Geschichte. Tu seras le père de beaucoup de garçons, beaucoup d'enfants. Du wirst der Vater vieler Jungen und vieler Kinder sein. Il y a beaucoup de choses qui t'ont révolté. Viele Dinge, die dich aufgewühlt haben. Dieu me dit de te dire qu'il existe, qu'il te connaît. Und Gott sagt zu dir, er existiert, er kennt dich. C'est magnifique, ça. Das ist doch wunderbar. Il va s'occuper même des orphelins. Er wird sich auch um Waisenkinder kümmern. Les orphelins. Die Waisenkinder. Je sais pas pourquoi, mais oh, c'est magnifique, ça. Das ist doch mais wunderbar. La présence du Seigneur. Oui, die Gegenwart Gottes. Wow, 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 wow. Wow, Seigneur. Wow, Herr. Ça, c'est la puissance de Dieu. Das ist die Kraft Gottes. Je
sais pas laquelle, Dieu m'a pas montré laquelle, mais l'une des deux va être médecin. Ich weiß nicht welche von den beiden, aber eine von denen wird Arzt sein. Ärztin. Très réputée. De vous dire, der Herr sagt mir, ich soll es euch sagen. La clé pour votre pays d'origine. Er gibt euch den Schlüssel für euer Heimatland. Ouvre beaucoup de portes. Einen Schlüssel, der viele Türen öffnet. Sur le plan social. Auf sozialer Ebene. Et je vois donner du pain aux gens. Ich sehe, wie ihr den Menschen Brot verteilt. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il va disposer les moyens. Und der Herr sagt mir, ich soll euch sagen, er wird euch die Mittel dafür geben. Sogar in abgelegene Orte, in so Dörfer werdet ihr gehen. Er möchte euch wirklich in der, im Wohltätigkeitsbereich benutzen. Bereitet euch vor, er wird es machen. Baptisé. Bist du getauft? Jeune fille. Tu es baptisé? Junges Mädchen, bist du getauft? Dans l'eau. Im Wasser? Tes parents sont où? Wo sind deine Eltern? Sont pas là. Sind nicht da. Wow, wow. Regarde comment tu le saisis là, c'était. Schaut mal, wie der Herr ihn berührt. Tu peux le laisser. Komm, lass ihn los, lass ihn einfach. Lass es son jour. Das ist sein Tag. Il est en train de recevoir la guérison au niveau du cœur, de l'âme. Er kriegt Heilung im Herzen. Wow. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre le baptême aujourd'hui? Gibt's irgendjemanden, der heute getauft werden möchte? Wow. Merci, merci Seigneur. Komm. Danke, Herr. Wow. Dieu t'appelle, jeune fille. Der Herr ruft dich. C'est ta petite fille. Ist sie deine Enkelin? Komm. Alors tu prends ton baptême. Gloire à Dieu. Alléluia. Möchtest du getauft werden? Gott liebt dich. Er ruft dich. Dieu veut changer ton histoire. Er möchte deine Geschichte ändern. Complètement. Dieu veut couvrir ton intelligence. Gott möchte deine Intelligenz öffnen. Oh. Raus. Raus. Jesus. Fini. Tu veux suivre Jésus? Tu veux suivre Jésus? Möchtest du Jesus folgen? Möchtest du Jesus folgen? Ja. Bravo. Quand tu prends ton baptême, qui d'autre veut prendre son baptême aujourd'hui? Möchte noch irgendjemand? Alléluia. Wow. Das ist die Kraft Gottes. Wow. Quelqu'un d'autre ici veut suivre le Seigneur? Viens. Jemand andere, der den Herrn folgen möchte, komm. Oh, je l'aime. Eine Befreiung.
quitte là. La mort la quitte. Voyez ça. Der Tod verlässt. Ça c'est la mort. Das ist der Tod. Voyez ça. Seht ihr das? La mort. Das ist der Tod. Sort d'elle. Elle sort d'elle. Raus aus ihr. Raus aus ihr. Elle sort d'elle. Raus, 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 raus. Sort d'elle. Raus aus ihr. Elle vomit cette chose. Sie speit diese Sache aus. Die hat Platz dans son âme. In seiner Seele. Ça c'est la puissance de Dieu. Tu as été vaincu par la croix. Elle ne t'appartient plus, tu m'entends? Sie gehört dir nicht mehr. Allez, sort. Hörst du mich? Raus. Elle te vomit. Allez, tu sors. Sie spuckt dich aus. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Sie übergibt sich. C'est fini. Ce serpent là s'en va. Es ist vorbei, diese Schlange geht. Il y a de quoi faire des baptêmes ici? Hein? Wow. Kann man hier taufen? Check it. Wir taufen sie bei einer Schwester. Siehst du diesen Geist? Der hat sie in ein Gefängnis gesteckt, in einen Käfig. Qui veut arrêter la cigarette? Wer möchte aufhören mit dem Rauchen? Quelqu'un qui fume, que Dieu veut guérir. Irgendjemand raucht. Que Dieu veut restaurer. Und Gott möchte, dass er ihn, möchte ihn wiederherstellen. Wow, Seigneur. Ça va? Wie geht's dir? Qui prie pour son père ici, qui est malade? Wer betet hier für seinen Vater, der krank ist? Viens, mon Seigneur. Seigneur, merci de guérir. Danke, dass du sie heilst. Voilà, donc, on va vous baptiser tout à l'heure. C'est magnifique, tu es libéré. Voilà. Er des Heiligen Herrn, du bist befreit. C'est ta fille? Oh. C'est meine Tochter. Je t'aime. Gott liebt dich. Il te libère aussi. Sors-le! Und er befreit sors-le! Dich auch. Quitte-la! Raus aus hier. Allez, sors-le, sors-le, allonge. Raus aus hier, raus aus hier. Quitte-la, je te dis. Allez, sors-le. Verlass sie, verlass sie. Sors-le, démon. Sors-le, démon. Raus. Quitte-la, 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 non, je suis dans la salle. Lass sie, lass sie. Allez, sors. Elle te vomit aussi, voyez. Sie speit dich aus. Cette famille, Dieu l'a délivrée totalement aujourd'hui. Diese Familie ist heute von mir befreit. Oh, Jesus. C'est la famille que Dieu délivre. Das ist diese Familie, die Gott heute befreit. Die ganze Familie, die ganze Familie. La maladie, cette maladie sort. Die Krankheit wird weichen. Oh, la maladie est partie là, là, là. Die voyez Krankheit ça? Verlässt sie. Ça, c'est la puissance de Dieu. Das ist die Kraft Gottes. Ça va toi? Wie geht's dir? Viens me voir. Komm. Ouais. Tu pries pour ton père, c'est ça? Betest du für deinen Vater? Ah bon? Il est où? Wo ist er? D'accord. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Le Seigneur au contrôle. D'accord? Amen. Alors, comment tu vas? Tout va bien. Qu'est-ce que? On allait aux Antilles. C'était le premier. Wir sind am ersten in die Antillen gefahren. À l'aéroport d'Orly. Und am Flughafen von Orly. Ce jeune homme nous a mal reconnu parce qu'il suit les enseignements sur Internet. Hat dieser junge Herr uns erkannt, weil er sieht im Internet dieses TV an. Footballeur professionnel ici en Allemagne. Er ist in Deutschland professioneller Fußballer. Et joue à Bayern, ça. Spielst du in Bayern? Et là... Nein, wo? In Mainz, in Mainz. Et puis je lui dis qu'il y avait un programme ici, il dit je viens. Il y a beaucoup de footballeurs. Und der Herr hat, oder er hat erfahren, dass hier ein Programm ist und er ist gekommen. Je veux déclarer des paroles sur sa vie au nom de Jésus. Und ich möchte über mein Leben Worte aussprechen. Que toujours
dans un club, dans un grand club, pour que tu sois un ambassadeur du Seigneur. Dass du in einem großen Club spielst, damit du Botschafter Jesu Christi seist. Il y a quelques années, le Seigneur avait fait une parole prophétique comme ça. Vous vous rappelez à l'Assemblée de Bruxelles, sur l'entrée du matin. Erinnert ihr euch an diese Prophetien, die gemacht wurden? Il est devenu le meilleur buteur du championnat belge. Über den Herrn, der ist jetzt der beste Spieler von Belgien. Il suit Jésus. Il aime Jésus. Vous voulez pas qu'il soit élevé dans le Seigneur? Il wollte nicht, dass er vom Herrn weitergebracht wird. Alles gereicht ist, wie Gott will. Tu l'attaques en défenseur de tes milieu. Er spielt im Mittelfeld. Oh Jesus. La puissance. Die Kraft. La résurrection. Der Auferstehung. Brise toutes les paroles de condamnation de la famille. Brich alle Ketten der Verfluchung in der Familie. Namen Jesus. Etwas passiert mit dir. Gott der Herrlichkeit, Vater. Alles geregelt. Des satanistes ont fait des incantations pour le nuire. Die Satanisten haben Zaubersprüche gegen ihn gemacht. Marche la sanctification, il va t'étonner. Und der Herr sagt, geh in Heiligung und er wird dich erstaunen. Ich sehe, wie du in einem großen Fußballclub unterzeichnet bist. On va se voir tout à l'heure. Zur Ehre Gottes. Jesus! Ça va? C'est ton papa. Il est où? En Afrique. Betest du für deinen Papa? Er ist in Afrika. Au Cameroun? Au Congo. Im Kongo. Tu penses que Dieu peut le guérir? Glaubst du, dass Gott ihn heilen kann, obwohl wir hier in Deutschland tu sind? Tu crois que le Seigneur peut le guérir? Glaubst du, dass Gott solche Entfernungen überbrückt? Glaubt ihr das auch? Oh, Halleluja. Oh. Eh bien, qu'il te soit fait selon ta foi, au nom de Jésus. Alles geschehe dir nach deinem Glauben. Oui. Ton père aussi. Oh. Mein Papa auch. Vous pensez que Dieu peut aussi se manifester dans tout le monde? Glaubt ihr, dass der Herr sich verherrlichen kann? Oh, Alléluia, magnifique Seigneur. Oh. Magnifique Seigneur. Jesus. Wunderbarer Herr. Wow. Toutes les deux, venez. Oh, ihr beiden kommt her. Seigneur, fais-moi voir. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Tu as assez pleuré. Du hast so pour la famille. Viel geweint. Tu as assez pleuré. So viel. Le Seigneur dit qu'il répond à tes prières. Der Herr sagt, pour la famille. Er antwortet auf deine Gebete für die Familie im Namen Yeshua. Ok, parce que vous vous ressemblez. Ihr seht ähnlich aus. Tu as combien d'enfants? Wie viele Kinder hast du? Quatre. Vier Kinder. Les autres sont où? Die anderen? Ok. Ok, il a quel âge? 17 ans. Vous pensez que Dieu peut délivrer son fils? Glaubt ihr, dass Gott ihren Sohn befreien kann? Nous commandons aux esprits qui embêtent son fils. Wir même si cet enfant, ce jeune homme n'est pas là, Geist, mais là où il est, le Seigneur Sohn peut herrscht. Le délivrer au nom. Da wo er ist, kann Gott ihn befreien.
le baptisé dans l'eau. Bist du im Wasser getauft? Wow. Vous êtes là? Hein? Dieu l'aime. Gott liebt ihn. Oh. Oh. Que la mort soit brisée dans ta vie au nom de Jésus. Der Tod sei in deinem Leben gebrochen. Maintenant. Jetzt. Maintenant. Jetzt. Sors de ce corps. Raus aus diesem Körper. Raus aus diesem Körper. Raus. Sors. Raus aus diesem Körper. Im Namen Jesus. Allez, sors. Raus. Allez, sors. Raus. Maintenant. Jetzt. Maintenant. Jetzt. Le Seigneur brise la malédiction dans la famille. Der Herr bricht diesen Fluch in der Familie. Oh Père. Oh Vater. Oh Père. Oh Vater. Souviens-toi de mon frère. Erinnere dich an meinen Bruder. Souviens-toi de lui. Erinnere dich an ihn. Le Seigneur te guérit. Der Herr heilt dich. Il te restaure. Er stellt dich wieder her. Tu dis fortifie-toi. Er sagt, stärke dich. Tu auras une vie normale. Du wirst ein normales Leben führen. Une vie normale. Ein normales Leben. Une vie normale. Ein normales une Leben. Vie normale. Ein normales au Leben. Nom de Jesus. Im Namen Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Dieu de gloire. Oh Jesus. Oh Gott der Herrlichkeit. Oh, il y a quelque chose. C'est des chaînes que Dieu brise. Das sind Ketten, die der Herr bricht. Toutes sortes de dépendances. Alle Art von Abhängigkeit bricht der Herr. Im Namen Jesu. 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 Raus von diesem Mann. Eine Schelle, eine Dependenz. Da ist eine Abhängigkeit, eine Kette. Je veux te dire, je t'aime. Sors, sors, démon. Il y a un démon qui a sur son ventre. Sors d'elle. Raus aus hier, raus aus hier. Sors d'elle, raus aus hier. Allez, sors. Raus. Allez, sors. Raus. Quitte-la. Raus aus hier. Sein Bauch. Leg die Hände auf ihren Bauch. Ja, ein Dämon, bis so. Der Dämon kommt raus. Oh. Dein Mann ist wo? Wo ist dein Mann? Raus im Namen Jesus. Raus aus hier. Voilà, ça va? Wie geht's? Ça va pas. Geht's nicht gut, oder? Je suis baptisé. Bist du getauft? Ça va? Wie geht's? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh, Seigneur. Quitte-la. Tu as été vaincu à la croix. Ma sœur, Dieu te restaure, du te guérit aujourd'hui. Au nom de Jésus, la Nazareth. La mort peut le sortir là. On acclame le Seigneur, le bien. Ça, c'est la puissance de Dieu. Waouh.
se passe? Pas se passe. Hein? Tu n'as plus mal? Tu avais mal où? Ich hatte Schmerzen. Tu parles Lingala? Lingala? Sprichst du Lingala? Hein? Ça c'est qui? C'est ton fils. Wer ist das? Ist das dein Sohn? Und habe ich dann mal die Plätze, wo man die Plätze nimmt, passt die Plätze nimmt. So, regarde, c'est dans. Wo man die Plätze nimmt. Là. Là, wo man die Plätze nimmt. Plätze nimmt. Oh. Sortez! Au nom de Jésus. Sortez! Au nom de Jésus. Maintenant! Jesus! 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 Bougez ma colonne, comme on a dit. Oh, ça c'est la puissance de Dieu là. Il se passe des choses ici, là. Il se passe des choses ici. Il se passe des choses. Oh, il se passe des choses. Monsieur, ma colonne, comme on a dit, mon Seigneur. Jesus Christ. Jesus Christ. Tant bon, comme on a dit, mon Seigneur. Jesus. Hein? La sorcellerie familiale est brisée aujourd'hui au nom de Yeshua. Amen. Désormais, ceux qui vont te toucher, là, Dieu va les rencontrer lui-même. Tu vois ça là? Sors! Raus! Jesus. C'est au niveau de son âme là que ça sort. Das ist in seiner Seele, wo das rauskommt. Mm. Jesus. Oh, Dieu l'aime, Dieu l'aime, Dieu l'aime. Gott liebt ihn, Gott liebt ihn. Dieu l'aime. Gott liebt ihn. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose ici, hein? Mm. Das sind die, da passieren Dinge. Le feu. Feuer. Le feu. Feuer. Le feu est allumé. Feuer. Alléluia, le feu. Feuer ist erleuchtet. Le feu est allumé dans vos vies au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Das Feuer des Herrn ist angezündet in eurem Leben. Je vous dis là. Ich sag's euch. Au nom de Yeshua. Im Namen Jesus. Oh, alléluia, le feu en Allemagne. Feuer in Deutschland. Personne ne peut éteindre ce feu. Keiner kann dieses Feuer stoppen. Personne. Keiner. Dans ta famille. In deiner Familie. Dieu la visite au nom de Yeshua. Gott besucht deine Familie. Alléluia. Ta famille aussi là. Au nom deine Familie auch. Alléluia. Avec le feu de Dieu. La puissance de Dieu. Die Kraft Gottes. Kraft Gottes. Oh, la voici la puissance de Dieu là. Il est là. Kraft Gottes. La gloire de Dieu là au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. In Herrlichkeit Gottes. Waouh, Seigneur mon Dieu. Un temps nouveau, un temps nouveau pour toi. Eine neue Zeit für dich. Un temps nouveau. Eine neue Zeit. Oh, alléluia, viens. Ah, Seigneur, merci. La puissance de Dieu là. Die Kraft Gottes. Magnifique. Oui, la puissance de Dieu. Die Kraft Gottes. Il est là. Wow, c'est magnifique. Er ist da. Komm. Seigneur. Gott liebt ihn. Dieu t'a donné
donné un cœur de père. Gott wird dir ein Herz des Vaters Gott hat dir ein Herz des Vaters gegeben. De plus en plus tu vas avoir des gens autour de toi pour les aider. Mehr und mehr werden Leute zu dir kommen, dass du ihnen hilfst. Le Seigneur t'aime beaucoup. Der Herr liebt dich so sehr. Le Seigneur t'aime beaucoup. Er liebt dich so sehr. Le cœur que Dieu t'a donné. Das Herz, das Gott dir gegeben hat. Le cœur qui touche le cœur du père. Das berührt das Herz des Vaters. Et Dieu t'a créé. Und Gott hat dich gemacht. Il te dit, fortifie-toi. Er sagt zu dir, mach dich stark. Il ne va jamais t'abandonner. Er wird dich nie verlassen. Il t'a toujours gardé, il t'a toujours protégé. Er hat dich immer bewahrt und immer beschützt. Et il te protégera toujours. Und wird dich weiterhin beschützen. Jesus Christus. Jesus Christus. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Magnifique Seigneur. Voyez la puissance de Dieu. Die Kraft Gottes. Voyez la puissance de Dieu. Die Kraft Gottes. Voyez la puissance de Dieu. Die Kraft Gottes. Oh, Alléluia. Il est là. Là, là, là. Là. Si. Venez, il y a une onction ici, là. Comme il y a quelque chose ici, il y a quelque chose. Une œuvre avec la jeunesse là. Ein Werk mit der Jugend. Die Jugend. Wow. Seigneur, magnifique, magnifique. Herr, du bist wunderbar. C'est magnifique. Du bist wunderbar. Et une promotion qui arrive au travail là. Sie wird befördert in der Arbeit. Eine Salbung hier. Tu n'es plus seul, tu n'es plus seul, je le dis. Du bist nicht mehr allein, du bist nicht mehr allein. Waouh, magnifique. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici, là. Il y a quelque chose ici, là. Da ist was, da ist was. Seigneur. Oh, elle, en blanc. Viens. Et de l'huile sur toi, Comme. Oh, Seigneur, merci. Adorons le Seigneur, louons le Seigneur, magnifions le Seigneur.
aufstehen. Père, merci. Vater, danke. Merci pour l'Allemagne. Danke für Deutschland. Il y a une œuvre nouvelle que le Seigneur a commencé ici en Allemagne. Ein neues Werk wird der Herr hier in Deutschland beginnen. Le premier vase a été brisé. Die erste Vase ist kaputt gegangen. Le Seigneur a entendu la prière de ses enfants. Der Herr hat das Gebet seiner Kinder erhört. Il renouvelle vos manteaux. Er tut euer Gewand erneuern. Il renouvelle vos ministères. Er tut euer Dienst neu. Il renouvelle vos dons spirituels. Und eure Gaben, eure geistlichen Gaben. Il renouvelle toutes les grâces qu'il vous a accordées. Und jede Gnade, die euch gegeben hat. Toi qui as demandé à ce que le Seigneur se révèle à toi. Du wolltest, dass der Herr sich dir offenbart. À ce qu'il te réponde, à ce qu'il te parle. Und dass er dir antwortet und dass er zu dir spricht. Le Seigneur te dit qu'il te connaît. Und Gott sagt zu dir, ich kenne dich. Oublié. Ich habe dich nicht vergessen. Et encore ce matin, tu demandes au Seigneur de se révéler à toi. Und heute Morgen hast du noch zum Herrn gesagt, bitte offenbar dich mir. Le Père te connaît. Der Herr kennt dich. Le Seigneur dit qu'il n'a pas oublié l'Allemagne. Gott sagt, ich habe Deutschland nicht vergessen. Il a son troupeau ici. Er hat seine Truppe hier. Il a son troupeau ici. Seine Truppe. Il a ses enfants ici. Seine Kinder. Ce qu'il a commencé avec toi. Und was er mit dir angefangen hat. Personne ne peut le renverser. Kann keiner umwerfen. Personne. Kein Mensch. Personne. Kein Mensch. Personne. Keiner. Personne. Keiner. Sur toi. Die Kraft Gottes ist auf dir. Oh. Oh. Wow. Wow. Père, merci. Merci, Père. Merci, Père. Danke, Vater. Merci, Père. Danke, Vater. Le Seigneur t'établit. Der Herr t'établit. Richtet dich ein. Il te dit, Fils. Er sagt zu dir, Sohn, fortifie-toi. Mach dich stark, fortifie-toi. Stärke dich. Tu es comme Joseph dans ta famille. Du bist wie in deiner Familie, wie Josef. Fortifie-toi. Stärke dich. Oh, Père. Oh, Vater. Oh, Père. Vater. Quelqu'un ici a refusé l'appel à cause de problèmes, à cause de souffrances. Jemand hier hat seine Berufung verlassen, wegen der Leiden und wegen der Probleme. Tu n'as pas le choix. Du hast keine Wahl. Le Seigneur t'a réellement appelé. Der Herr hat dich wirklich berufen. Tu parleras de ma part. Du wirst von mir sprechen. Tu n'as pas le choix. Du hast keine Wahl. Mon fils, mein Sohn, meine Tochter. Mon fils. Mein Sohn. Mon fils, ma fille. Mein Sohn, meine Tochter. Voici ma main sur toi. Meine Hand liegt auf dir. Ma main sur ta vie. Meine Hand auf deinem Leben. Je confirme cet appel. Ich bestätige diesen Ruf. Dieu a mis un appel prophétique sur toi. Eine prophetische Berufung auf dir. Dieu a mis un appel pour les nations sur toi. Eine Berufung für die Nationen. Tu n'as pas le choix. Du hast keine andere Wahl. Dieu a mis cet appel prophétique sur ta vie. Diese prophetische Berufung liegt auf deinem Leben. Tu es beaucoup combattu. Und deswegen bist voilà du sehr, tu es beaucoup incompris. Sehr unverstanden und deswegen bist du sehr bekämpft. Du musst dich weiter heiligen, weiter heiligen, weiter heiligen. Sanctifie-toi encore. Weiter heiligen. Prépare-toi. Pour tes enfants, ce n'est plus ton problème. Deine Kinder sind nicht mehr dein Problem. Toi, sanctifie-toi. Du sollst dich heiligen. Médite encore la parole. Studier das Wort Gottes. Médite encore ma parole. Studier das Wort Gottes. Dieu dit, je veux te parler. Ich möchte zu dir sprechen, ma fille, Gott. Je veux te parler. Meine Tochter, ich werde zu ma dir fille, sprechen. Je veux te parler. Meine Tochter, ich werde zu dir sprechen. Pour ta mère, je veux te parler. Und über deine Mutter werde ich tu zu dir sprechen. Loin. Pour ta mère, je veux te parler. Du bist weit hergekommen wegen deiner parler. Mutter. Ich werde zu dir sprechen. Je veux te parler. Ich werde zu dir sprechen. Ich werde zu dir sprechen. Abandonne le péché. Je veux te parler. Gib die Sünde auf, ich werde zu dir sprechen. Oh. Ton père va rencontrer la vérité. Je veux te parler de Dieu. Dein Vater wird die Wahrheit erkennen. Toi qui demandes à ce que le Seigneur touche ton père. Du
bittest den Herrn, deinen Vater zu berühren. Mon frère, ma soeur, mein Bruder, meine Schwester, abandonne ce péché. Gib diese Sünde auf. Ne repars pas d'ici avec ce péché. Geh nicht heim mit dieser Sünde. Abandonne le mensonge. Gib die Lügen auf. Abandonne le mensonge. Gib die Lügen auf. Abandonne la sorcellerie. Gib die Hexerei auf. Quitte-la. Verlass sie. Abandonne l'adultère. Verlass den Ehebruch. Quitte l'adultère. Sors de là. Kein Ehebruch mehr. Sors de là. Geh vom Ehebruch weg. Oh, Dieu veut te consoler. Gott möchte dich trösten. Dieu veut te consoler. Gott möchte dich trösten. Oh, Père. Vater. Oh, Père. Vater. Oh, Père. Vater. Merci. Merci. Danke. Tu vas beaucoup annoncer l'Évangile. Du wirst das Evangelium sehr verkünden. Ja. Komm. Oh. Depuis ton enfance, le Seigneur a toujours mis sa main sur toi. Seit du klein warst, hat der Herr seine Hand über dir gehabt. Tu as toujours eu à cœur d'aider les gens, d'aider les autres. Und du wolltest immer anderen helfen. Tu as toujours été là pour défendre les autres. Du warst immer da, um andere zu verteidigen. Tu n'aimes pas l'injustice. Du magst nicht die Ungerechtigkeit. Tu n'aimes pas voir les gens souffrir. Du magst nicht, wenn andere leiden. Tu n'aimes pas voir les gens manquer. Du magst nicht, wenn andere Mangel haben. Le Seigneur t'a donné ce cœur là pour aider les autres. Der Herr hat dir dieses Herz gegeben, um anderen zu helfen. Dieu me dit de te dire que tu es son fils. Der Herr sagt, du bist sein Sohn. Qu'il t'aime. Er liebt dich. Qu'il t'a toujours protégé. Er hat dich immer bewahrt. Il te protégera toujours. Und er wird dich auch weiterhin bewahren. Tu n'es pas seul. Du bist nicht allein. Tu ne seras pas compris par beaucoup de gens. Du wirst von vielen nicht verstanden werden. Mais le Seigneur marchera avec toi. Aber der Herr wird mit dir gehen. Le Seigneur t'enverra beaucoup auprès des pauvres. Und der Herr wird dich sehr zu armen Leuten schicken. Pour les nourrir. Um ihnen Nahrung zu geben. Le Seigneur t'a donné un cœur de David. La Bible, David, le du hast ein Herz wie David. Tu vas enseigner sa parole. Und du wirst sein Wort lernen. Et beaucoup de gens vont être touchés par l'évangile que tu vas prêcher. Und viele Leute werden von diesem Evangelium berührt werden, das du predigst. Le Seigneur veut toucher ses proches. Und deine nächsten Leute wird er auch berühren. Les cœurs les plus durs. Die harten Herzen möchte er berühren. Et le Seigneur veut te dire. Und der Herr sagt mir, er sagt zu dir, qu'il va t'envoyer beaucoup dans les pays pauvres pour apporter l'évangile, pour apporter tout ce qu'il y a à manger, aider les pauvres. Er schickt dich in arme Länder, um das Evangelium dort zu verkünden und gleichzeitig auch Nahrung auszuteilen und ihnen was zu geben. Des grands anges qui veillent sur lui. Große Engel bewachen dich. Par rapport à l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Wegen der Berufung, die der Herr auf dein Leben gelegt Père, hat. Au nom de Jésus. Vater im Namen Jesus. Garde mon frère. Beschütz meinen Bruder. Père, au nom de Yeshua. Vater im Namen Yeshua. Quelqu'un est guéri ici de l'hépatite C. Jemand wird von Hepatitis C geheilt hier. Cette hépatite a disparu. Diese Hepatitis ist verschwunden. Complètement. Va faire les examens. Meine Schwester, komm. Ah, Seigneur. Quelqu'un a beaucoup de vertige. C'est qui? Jemand hat dauernd Schwindel. Que le Seigneur aussi a guéri au nom de Yeshua. Der Herr hat dich im Namen Yeshua geheilt. Quelqu'un avait mal au sein, mal à la poitrine. Que le Seigneur aussi a guéri au nom de Yeshua. Jemand hat auch Schmerzen in der Brust, im Brustbereich. Le Seigneur te dit, c'est ton temps. Der Herr sagt zu dir, es ist deine Zeit. C'est le temps de ta famille. Die Zeit deiner Familie. Il me dit, c'est le temps de la restauration. Und er sagt, es ist die Zeit der Wiederherstellung. C'est le temps du témoignage. Die Zeit des Zeugnisses. Tu vas pouvoir témoigner la grandeur du Seigneur. Und du wirst die Größe des Herrn bezeugen. Oh, Père, merci. Danke, Vater. Dieu ne l'a pas oublié. Gott hat sie nicht vergessen. Il me dit de lui dire ça. Das soll ich dir sagen. Il ne l'a pas oublié.
Er hat dich nicht vergessen. Fort. Das ist ganz stark. La puissance de Dieu sur elle. Die Kraft Gottes über ihr. Oh. Elle a beaucoup pleuré. Sie hat viel geweint. Oh Seigneur. Je prie que mon Dieu se souvienne de vous. Ich bitte Gott, dass er eurer gedenkt.